Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu den VDWF-Dientagen. Mein Name ist Thomas Jülsen, ich bin Geschäftsführer bei der Firma Exaron. Und heute, wie Sie gerade schon angekündigt haben, dreht sich alles rund ums Erodieren. Einen großen Dank nochmal an dieser Stelle, Sie haben das eben schon erwähnt, an den VDWF, der diese hervorragende Plattform zur Verfügung stellt. Und ich denke, das ist in der aktuellen Phase sehr wichtig und da freuen wir uns auch drauf. In der nächsten halben Stunde zeigen wir Ihnen, welche Erfahrungen unsere Kunden mit unserem neuen Generator, dem Exogen, gemacht haben. Unsere Kunden stehen bei Exaron im Mittelpunkt und deswegen holen wir sie auch hier direkt mit rein. Und welche Wettbewerbsvorteile sich für unsere Kunden dadurch ergeben haben. Außerdem werden unsere Experten aus der Anwendungstechnik und aus der Entwicklung, der Johannes Schmid und der Olaf Wehlmann, die enorme Leistungsfähigkeit des Generators anhand eines Musterteils einmal aufzeigen. Ja, und nun würde ich mal direkt in den Werkzeug- und Formbau der Firma Tunkraft am Standort Spalt schalten. Wir sind heute bei der Firma Tunkraft in Spalt. Die Firma Tunkraft war im Jahr 2005 beim Start der Vertriebsaktivitäten der Firma Mauersberger für die Firma Exaron der erste Kunde in Nordbayern. Aktuell sind bei Tunkraft 4 HSC-Maschinen und 3 Senkerodiermaschinen, alle automatisiert, 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Einsatz. In diesen 16 Jahren wurden weit über 100 Exaron-Maschinen in Nordbayern verkauft. Die breite Aufstellung der Firma Tunkraft in den verschiedensten Branchen für den Werkzeug- und Formenbau ist ihr Erfolgsrezept. Gerade in der aktuellen, schwierigen Zeit ist das die beste Basis für eine gute Auftragslage. Herr Kastner, Sie sind stellvertretender Betriebsleiter bei der Firma Tunkraft. Würden Sie uns ein paar Sätze zur Firma Tunkraft sagen? Tunkraft ist ein mittelständisches Unternehmen mit vielen verschiedenen Standbeinen. Unter anderem Laserschmelzen, Präzisionsteilefertigung, Spritzguss, Formenbau und zu guter Letzt Automatisierungslösungen. Wir bieten unseren Kunden eine Komplettlösung vom Engineering bis zum fertigen Produkt. Im Gesamtunternehmen sind wir ca. 450 Mitarbeiter, davon 85 im Werkzeugbau. Wir arbeiten in den Branchen Medizintechnik, Hörgeräte, Keramik, Halbleitertechnik und zu einem kleinen Teil auch im Automobilsektor, bei dem besonders unsere Stärken wie Genauigkeit und höchste Oberflächentechnik gefordert sind. Herr Schertl, Sie sind der Abteilungsleiter in der Senkerosion bei Tunkraft. Können Sie uns anhand von einem Beispiel den Einsatzbereich des neuesten Exogen-Generators von Exaron erläutern? Was ist für Sie der Wettbewerbsvorteil in der Bearbeitung Ihrer Bauteile gegenüber früher? Wir haben an einem Werkstück verschiedene Tests, auch mit verschiedenen Kriterien, mit dem neuen Generator von Exaron durchgeführt. Da haben wir zum Beispiel bei Mehrfachkavitäten ein Fazit erhalten, dass wir eine geringere Bearbeitungszeit durch eine höhere Abtragsrate erhalten. Ein weiteres Kriterium war eine hohe Oberflächengüte mit einem geringen Funkenspalt bzw. einem geringeren Untermaß zu erhalten. Das sieht man hier ganz gut, dass im Grund die Fläche fast wie ein Spiegel ist und auch die seitliche Fläche sehr gut ausschaut. Und was noch wichtig für unseren Bereich ist, ist der geringe Kantenverschleiß, dass wir eine wirklich gute Abbildung scharfer Kanten haben. Der ist bei unserer Anwendung auch im Hörgerätebereich sehr wichtig ist. Herr Schertl, was waren die wichtigsten Gründe für die Neuinvestition der Exaron EDM312 Erodiermaschine an Ihr vorhandenes Automationssystem? Deutliche Verbesserung der Technologie, der Oberflächengüte und den wesentlich kürzeren Bearbeitungszeiten. Vor allem unsere sehr gute langjährige Erfahrung mit Exaron bei der schnellen Serviceverfügbarkeit und der Anwendungstechnik, die uns bei Fragen sehr kompetent weiterhilft. Vielen Dank für die interessanten Einblicke und die partnerschaftliche Zusammenarbeit und viel Erfolg mit Ihrer neuen Erodiermaschine. Vielen Dank der Firma Tunkraft und der Firma Mauersberger für das kurze Statement. Mein Name ist Johannes Schmid, ich bin Leiter der Anwendungstechnik der Firma Exaron.
Ja, auch von mir vielen Dank. Mein Name ist Olaf Wehrmann. Ich bin hier im Unternehmen für die Generatortechnik zuständig. Ja, das Bauteil der Firma Toolkraft hat uns schon vor besondere Herausforderungen gestellt. Insbesondere die Mehrnestbearbeitung war sehr, sehr anspruchsvoll. Allerdings mit unserer neuen Generatortechnik kein Problem. Des Weiteren war das Polieren eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Hier mussten A-Werte von 0,06 erreicht werden, was bisher mit unserer bisherigen Generatortechnik nicht möglich war, allerdings mit dem neuen Exogen kein Problem. Was mich besonders gefreut hat, ist, dass wir hier den Kunden tatsächlich die Werkzeuge in die Hand geben, damit sie ihre Aufgaben vernünftig erfüllen können. Ganz besonders die hochspiegelnden Flächen, bei denen früher ganz besondere Auslenkzyklen benutzt werden mussten, um diese Oberflächenqualität zu erreichen, die können ja heute sehr viel einfacher hergestellt werden. Gerade auch dieses Thema Verwischer auf Zeit oder solche Geschichte, wo man früher einfach benötigt hat, das ist heutzutage kein Thema mehr, was das anbelangt. Ja, genau. Und ich denke, wir haben dort auch für andere Firmen schon spezielle Bauteile hergestellt, um zu zeigen, was dieses Verfahren kann. Zum Beispiel einen sehr schmalen, sehr tiefen Zahn von einer Lichtleiter, den wir auf die komplette Tiefe auf diese Oberfläche gebracht haben. Ja, ja. Wir wollen Sie jetzt mitnehmen und im Nachgang einzelne unserer Teile vorstellen, die wir in letzter Zeit gefertigt haben auf der neuen Generatorentechnik. Und beginnen hier mal mit einem ganz einfachen Schriftzug, der eben heißt wie unser Generator, ist eben der Exogen-Schriftzug. Und jedes dieser Buchstaben hat im Endeffekt eine besondere Eigenschaft oder eine besondere Schwierigkeit. Das eine ist zum Beispiel eben dieses E. Das ist eine extrem feine Oberfläche in Graphit. Hier haben wir VDI-Klassen im Bereich 6 bis 8, können wir da mit dem entsprechenden feinkörnigen Graphit erreichen. Haben wir hier einfach mal als kleines Demonstrationsobjekt in diesem E selbst bis in die scharfen Kanten dementsprechend ausgeführt. Das Weitere ist dieses spezielle X. Das X wurde im Endeffekt einmal mit einer Kupfer, einmal mit einer Graphitelektrode gefertigt. Wir sehen hier die direkte Überlappung und annähernd Nullverschleiß an der Kante. Das heißt wirklich auf die VDI 18 runter, komplett mit jeweils nur einer Elektrode bearbeitet und annähernd null Verschleiß hier jeweils in die Ecken. Ja, wenn man uns das jetzt so anschaut, was für Vorteile siehst du dann ganz speziell in den entsprechenden Geometrien hier für die für das Nachmachen durch den Kunden, wenn man jetzt solch eine Geometrie bei einer Versuchsbearbeitung oder eben einer Arbeitsaufgabe bei einem Kunden herstellen möchte, was ist denn da das spezielle Augenmerk aus deiner Sicht? Ja, der große Vorteil ist natürlich, wie eben schon gesagt, wir haben das Ganze mit einer ganz normalen Standardtechnologie gefahren. Also das kann wirklich jeder Kunde von uns, der den neuen Generator hat, kann das problemlos nachfahren. Insbesondere, da kommen wir schon zum nächsten Buchstaben, das wäre nämlich das O. Hier haben wir mal die Schrupp- und die Schlichtelektrode. Das ist im Übrigen der einzigste Teil, der hier mit zwei Elektroden gefertigt wurde. Und hier kommen wir wirklich auf die VDI0 problemlos herunter. Und zwar ganz toll zu sehen, wirklich in die Kanten jeweils rein. Das heißt, wenn man da wirklich schaut, selbst unten die scharfe Ecke glänzt wirklich noch einwandfrei. Die komplette Seitenflächen sind wirklich perfekt. Das heißt, hier haben wir wirklich im Vergleich zu unserem Vorgängermodell eine ganz andere optisches Erscheinungsbild, was die Homogenität und so weiter anbelangt. Zum Abschluss haben wir dann im Endeffekt die Elektrode, die dieses Gen abbildet. Das ist eine klassische VDI 24, wie sie im heutigen Werkzeugbau ja sehr, sehr häufig vorkommt. Mit einer Elektrode und absolutem Nullverschleiß, Schruppen schlichten, komplett fertig. Auch hier ein schönes homogenes Erscheinungsbild, eben mit Nullverschleiß.
Ich denke mal, das ist auch eine gute Basis für all die Kunden, denke ich, die Mehrfachnester bearbeiten möchten. Weil das Thema Elektrodenfräsen gerade bei Vielfachformen, ich denke da an Kunden, die Serienfertigungsbereich unterwegs sind und teilweise Mehrfachformen bis zu 96 Nestern bauen. Dort ist die Anzahl der zu fertigenden Elektroden natürlich gigantisch groß. Und wenn man dort mit nahezu null Verschleiß reingehen kann und entsprechend 8 oder 16 Nester mit einer Elektrode fertigen kann, ist das tatsächlich ein wirtschaftlicher Vorteil. Absolut, absolut. Also gerade diese Mehrnestbearbeitungen sind wir ja wirklich was Genauigkeit und Verschleiß angeht, ist das ja nochmal ein ganzer Quantensprung im Vergleich zu unserem Vorgängermodell. Auf jeden Fall, wobei allein die Generatortechnik macht nicht nur die Genauigkeit. Und da sind wir jetzt auch, und das mal so ein kleiner Einwurf an der Stelle, weil es gerade passt, dabei gerade die erste hochgenau aufzubauen, die jetzt bei uns gefertigt wird. Ja, genau, genau. Ja, ich werde jetzt im Nachgang demonstrieren, wie wir sowohl das E als auch dieses O programmiert haben, eben dass wir einfach sehen, wie einfach dies möglich ist mit der heutigen Technik. Einmal das E ganz klassisch an der Maschine, das O übers Programmiersystem. Jetzt zeige ich Ihnen, wie man den Buchstaben E in der aktuellen MF30-Steuerung programmieren würde. Wir haben hier dieses Technologie-Solution-Tool, wo bereits die erste Bearbeitung hinterlegt ist. Somit ist die Materialpaarung, die Wirkfläche und so weiter bereits bekannt. Ich gehe hier hin, lege meine Hauptarbeit an, stelle hier dementsprechend um. Die VDI-Klasse hier, die 8, ist bereits gewählt. Ich sehe hier unten die komplette Abstufung, Vorarbeiten mit 2/10 und dann im Nachgang das Schlichten bis runter zur VDI 8 mit einer Elektrode möglich. Diese fertige Solution kann jetzt ins CNC-Programm übernommen werden und abgearbeitet werden. Jetzt möchte ich Ihnen die Programmierung des O's am Programmiersystem X-Solution demonstrieren. Hierzu habe ich bereits die Vorarbeit angelegt. Als nächstes kommen wir jetzt zum interessanten Teil, dem Schlichten. Ich lege hier einen weiteren Bearbeitungsschritt an, gehe in diesen Bearbeitungsschritt rein, wähle meinen entsprechenden Planetärzyklus. Wir haben das mit dem Kreis gemacht, ginge auch mit jedem beliebigen anderen und wähle hier einfach die Zusatzoption des Polierens aus. Das Polieren sorgt dafür, dass die feinstmögliche Oberfläche erreicht wird. Komplett geometrieunabhängig in jeder Art von Bearbeitung. Ja, danke dir, Johannes. Im Prinzip sind es ja genau die Werkzeuge, die man heute von der Software braucht, um eben die Performance, die die technischen Geräte bringen, sprichwörtlich auf die Straße zu bringen. Weil ich weiß, unsere Kunden, die haben immer weniger Zeit in ihrem Arbeitsumfeld, um eben speziell sich um Themen wie Technologieauswahl zu kümmern. Hier sieht man, dass das auch gar nicht mehr nötig ist, dass die Expertsysteme quasi das den Kunden abnehmen. Klar, spätestens im vollautomatisierten Bereich muss das alles über unser Programmiersystem X-Solution abgedeckt werden. Nur dann können wir die Ergebnisse wirklich aus, sage ich mal, in Werkzeug- und Formenbau wirklich reinbringen, dass die Kunden 24/7 im Endeffekt produzieren können und zwar mit der entsprechenden Qualität. Ansonsten hilft die beste technologische Lösung nichts, wenn ich da immer noch mal irgendwo, sage ich mal in Anführungszeichen, basteln muss. Ja. Genau so sieht es aus. Gut, wir haben ja noch ein paar andere Teile liegen. Mir fällt jetzt als nächstes gerade diese große Handyschale auf. Was ist denn das Spezielle an diesem Teil? Das sieht doch relativ einfach aus. Ja gut, es sieht im ersten Moment einfach aus. Das Erste, was da drin ist, es ist doch relativ groß, einfach von der Fläche her. Und dann natürlich sowas in dieser Größe auf VDI 10 zu bringen, das ist schon eine Kunst. Und wie man eben sehen kann, alles ohne Flecken. Und wenn man es nochmal dagegen anguckt, ich meine, die Experten wissen das genau, wie das ist, wenn man die Elektrode dazu anschaut, wie schnell man hier mit Wolkenbildungen oder sonst irgendwelchen Dingen zu kämpfen hat. Das ist schon eine Herausforderung in diesem Bereich,
aber eben mit unserer neuen Technik auch wirklich problemlos zu fertigen. Jetzt in dem Fall wirklich eine Schrupp, eine Schlichtelektrode und dieses Ergebnis, ich denke, das kann sich wirklich sehen lassen. Aber das geht nicht mit jedem Graphit, oder? Da muss man dann schon ein gutes Graphit geben. Geht natürlich nicht mit jedem Graphit. War jetzt in dem Fall natürlich ein feinkörniges EDM-3. Muss man ganz klar sagen, da gilt schon die Prämisse, man braucht dementsprechend die Grundlage, sowohl im Stahl, was natürlich auch klar ist, geht natürlich auch nicht mit jedem Stahl, ist genau dasselbe, sondern die Grundlagen im Material, die müssen geschaffen werden. Dann aber ist es wirklich kein Problem, sowas in dieser Größe auf dementsprechende Oberfläche und zwar sehr, sehr homogen zu bringen. Genau. Okay, hier haben wir ein weiteres Bauteil, auch ganz klassisch aus der Praxis raus. Ist jetzt hier bloß ein kleiner Ausschnitt aus dem damaligen Versuch im Endeffekt, wie wir hier sehen kann. Ging damals um eine Mehrnestbearbeitung. Und hier ist dadurch besonders die Schwierigkeit, die feinen Kantenradien im unteren Bereich mit einem sehr, sehr geringen Verschleiß abzubilden, dass man das wirklich in der Größenordnung achtfach damals fertigen konnte. Das ist da die Schwierigkeit, eben extrem feine Kantenradien, extrem geringer Verschleiß war damals die Herausforderung. Es ist nicht allzu tief, dafür aber eben die Herausforderung, der Mehrnestbearbeitung. Ja, das ist wahrscheinlich auch eins der Themen, wo uns jetzt immer häufiger treffen wird, weil in dem Elektroniksektor sind sehr viele kleine Bauelemente heute nötig, die sehr viel kleiner sind als früher, zum Beispiel Stecker zum Beispiel, wo gefertigt werden können müssen und dementsprechend verändert sich natürlich auch so ein bisschen das Bild von unserem Verfahren. Ganz klar, man muss natürlich hier auch sagen, was natürlich auch ein Thema ist, heutzutage eben gerade vollautomatisiert wird sowas gerade frei in Graphit hergestellt. Früher wäre es vielleicht eine Option gewesen, so eine Elektrode aus Kupfer zu machen, aber ich sage mal, das im Kupfer fertig zu fräsen, ohne noch einmal zumindest eine optische Kontrolle, wäre gar nicht möglich. Wenn da irgendwo ein klein bisschen Grat oder sowas hängen bleibt, wäre das Teil sofort Ausschuss. Heutzutage halt die Anforderung, sowas wirklich auch prozesssicher auf feinste Oberflächen in Graphit möglich. Ja, und das geht und das ist wirklich schön. Ich denke, da werden wir in nächster Zeit auch noch einige Anwendungsfälle von unseren Kunden bekommen. Wir haben hier noch, glaube ich, zwei andere Teile liegen, die ziemlich ähnlich sind. Ich habe hier eine Spitze. Was war denn aus deiner Sicht was dieses Teil so besonders macht? Besonders macht, genau. Also was hier natürlich speziell war, das war einfach, es ging hier auch nochmal darum, um die Leistungsfähigkeit unserer neuen Prozessregelung zu zeigen. Und zwar sind wir hier, da kommen wir später auch noch beim Zukunftsausblick dazu, es geht einfach darum, die Zunahme der Fläche dementsprechend prozesstechnisch zu erkennen. Das Ziel war hier einfach nicht händisch einzugreifen und am Anfang händisch Leistung runterzuschalten, sondern das Ziel war, das wirklich mit einer Generatoreinstellung komplett durchzuziehen. War also auch ein bisschen eine Herausforderung, sage ich mal so speziell, hausintern zu sagen, hier schalten wir nicht bewusst, wie wir das jetzt, sage ich mal, früher gemacht hätten, hätten wir gesagt, okay, die ersten 3 mm senken wir einfach mit einem kleineren Strom ein, sondern das Ziel war einfach hier, eben, wir kommen nachher nochmal zu, was sind unsere Zukunftsthemen. Da ging es einfach darum, wie kann ich das im Endeffekt von oben bis unten mit den genau gleichen generatortechnischen Einstellungen durchfahren. Das war so die Besonderheit. Ja. Und es ist uns wirklich auch extrem, extrem gut gelungen. Wir haben hier im Endeffekt 8 µ auf die Spitze an Verschleiß. Das ist wirklich, wirklich ein Wort bei 2 Elektroden. Das ist richtig gut, ja. So, ein Teil bleibt noch, was wir gerne vorstellen möchten. Wir haben so eine Kreuzrippe, die wird vielleicht dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Was war denn tatsächlich hier bei diesem Teil die spezielle Herausforderung? Da waren es tatsächlich die frontalen Kantenradien, wo man hier sehen kann, die Elektrode ist hier so leicht konkav und läuft dann im Endeffekt hier komplett spitz aus. Da ging es einfach darum,
auf die Spitze bei zwei Elektroden einen Nullverschleiß auf die Länge sowie einen möglichst geringen Kantenradius zur Seite abzubilden, ist uns hier perfekt gelungen. Der Kantenradius im Bereich von der VD18 lag bei 25 μ, was, sage ich mal, hier schon allein durch den Funkenspalt eben, der so im Bereich von 200 liegt, gegeben ist. Und ist wirklich, sage ich mal, ein schönes Bauteil, das einfach die Leistungsfähigkeit des neuen Generators aufzeigt. Ja. Was würde denn aus deiner Sicht jetzt noch wünschenswert sein von der Generatortechnik her? Gut, von, ich sag mal, in die Zukunft hoffe ich natürlich, dass aus anwendungstechnischer Sicht diese adaptive Prozessführung das sage ich mal, tägliche Brot der Anwendungstechnik nochmal einfacher macht, nämlich dass wir wirklich den Prozess in sich während der Laufzeit weiter optimieren können, dass wir hier einfach noch mit noch weniger Eingaben, noch weniger Bedienerwissen, noch bessere Ergebnisse erzielen können. Einfach so dieses Selbstoptimierende während des Prozesses. Und ich denke, da haben wir wirklich auch das ein oder andere interessante Entwicklungsprojekt am Laufen. Ja, ganz sicher. Das ist soweit, dass wir das jetzt demnächst bei euch in der Anwendungstechnik testen können. Ich bin da von der Elektronikentwicklung sehr optimistisch, dass das nochmal die Leistungsfähigkeit von dem Generator erhöhen wird. Ich denke aber auch an andere Themen, die jetzt demnächst tatsächlich bei uns zur Verfügung stehen werden. Nochmal zurück zu der einfachen Programmierung von mehreren Nestern durch die Exolution-Software. Dort, denke ich, ist ein ganz großes Thema auch die Bereitstellung der entsprechenden Strategien, die ja unterschiedlich sind, je nach Materialart, die ich wähle von der Elektrode her. Oder wie siehst du das? Das ist natürlich so, dass wir hoffen jetzt mit der Einführung von Exolution, dass wir da wirklich nochmal wesentlich flexibler werden, gerade was eben die Verteilung der Elektroden bedeutet oder eben auch das Thema, wie späte Technologiebindung direkt an der Maschine, dass wir hier wirklich auch vom Programmiersystem weg bis hin eben zum Bauteil nochmal leistungsfähiger werden. Ja. Gut, ich denke, wir haben jetzt einige schöne Beispiele gesehen. Im nächsten Schritt wäre es vielleicht interessant für unsere Zuschauer zu sehen, wie dann in der Praxis bei uns in der Fertigungshalle die Maschinen aufgebaut und geprüft werden, um auch mal zu zeigen, was haben wir denn tatsächlich jetzt in der letzten Zeit durch die neue Generatortechnik dann dort an Fortschritt erreicht. Das denke ich auch. Schauen wir raus in die Produktion und lassen uns überraschen. Ja. Als nächstes möchte ich Ihnen präsentieren den Standardabnahmebesuch, den jede Maschine bei Exolution vor Auslieferung durchläuft. Hier findet zuallererst ein Vermessen der gesamten Elektroden statt. Auffällig bei diesem Versuch in Verbindung mit dem neuen Generator sind die extrem gleichbleibenden Versuchsergebnisse über die gesamten Maschinenreihen hinweg. Der Versuch besteht aus einer klassischen Graphitribbe, die in diesem Fall auf VDI24 gesenkt wird. Alle Elektroden werden vorher und nachher vom Verschleiß gegengemessen, um eine gleichbleibende Qualität der Maschine zu gewährleisten. Ein weiterer Effekt des Versuches ist der, die Leistungsaufnahme messen wir hier ebenfalls. Und hier haben wir Einsparungen zwischen dem Exopuls und dem Exogen-Generator von bis zu 38%. Dies ist vor allem auch für die Förderfähigkeit bei Neuinvestitionen sehr interessant. Sie können unseren Vertrieb darauf gerne ansprechen. Die nächste Elektrode ist eine Kupferrippe. Diese wird klassisch auf eine VDI21 gesenkt, ebenfalls mit sehr geringem Verschleiß.
nächste Elektrode ist ein kleiner Graphitpin. Dieser dient vor allem, um die Empfindlichkeit der Anlage abzugleichen. Können wir eine gleichbleibende Qualität der exogenen Generatoren sichern. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auch, der Rundgang durch die Produktion war für Sie sehr interessant. Ja, wir sind wieder zurück aus der Fertigung. Vielen Dank, Herr Schmid. Vielen Dank, Herr Wehlmann. An dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Firma Toolkraft, die wirklich sehr kurzfristig uns zur Verfügung stand, um diesen Film ganz am Anfang zu drehen. Deswegen nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Sie. Ja. Und dann übergebe ich wieder an Sie, Herr Pergeler.